Ernst Abbe, die Biografie und das Werk von Carl Zeiss und Ernst Abbe, die Linsen, Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl und für die Resilienz unserer Gesellschaft. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche Einleitung mit Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Ernst Abbe vor und im zweiten Teil das Werk und dessen Wirkung von Ernst Abbe und Carl Zeiss, die Entwicklung der weltbesten Linsensysteme. Zur Biografie von Carl Zeiss verweise ich auf den ersten Teil, das vorhergehende Kapitel 61a. Wer die hier besprochenen optischen Probleme etwas vertiefen möchte, dem biete ich zum Schluss einen kurzen technischen Anhang an. Diese Lektüre ist aber nicht notwendig für das Verständnis des Vortrages im Ganzen. Ernst Abbe, zunächst zur Biografie. Ernst Karl Abbe wurde am 23. Januar 1840 in Eisenach geboren und starb am 14. Januar 1905 in Jena mit fast 65 Jahren. Ernst Abbe war ein deutscher Physiker, Optikfachmann und Sozialreformer im 19. Jahrhundert. Er entwickelte viele optische Instrumente und stellte mit seinen Berechnungen für Linsen die angewandte Optik auf eine wissenschaftliche Grundlage. In enger Zusammenarbeit mit dem Firmengründer Carl Zeiss entwickelte er dessen handwerklichen Betrieb in Jena zu einer großen Firma, die weltweit führend in der optischen Industrie war und ist. Abbe führte schon früh im Werk Sozialreformen ein, die den Arbeitsfrieden sicherten und eine Vorbildfunktion für die späteren staatlichen Sozialgesetze hatten. Die von ihm gegründete Carl Zeiss Stiftung ist ein gesellschaftlicher Segen bis heute. Ernst Abbe wuchs in Eisenach in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater, Georg Adam Abbe, war Vorarbeiter in einer Spinnerei. Seine Mutter hieß Elisabeth Christina, geborene Barchfeld. Nach der Volksschule 1846 bis 1850 konnte Ernst Abbe das Realgymnasium in Eisenach bis zum Abitur 1857 besuchen. Dieses Gymnasium trägt heute seinen Namen, hier im Bild zu sehen. Sein wissenschaftliches Interesse und sein starker Lernwille werden beschrieben. Mit einiger Mühe, durch Unterstützung des Vaters und dessen Arbeitgeber, sowie durch zusätzliche Einnahmen als Privatlehrer, studierte Ernst Abbe von 1857 bis 1859 in Jena Mathematik, Physik, Astronomie und Philosophie, sowie anschließend von 1859 bis 1861 diese Fächer in Göttingen. Er schloss 1861 dort das Studium mit der Promotion in Physik ab. Anschließend arbeitete er als Assistent an der Sternwarte in Göttingen, hier im Bild, und von 1861 bis 1862 für kurze Zeit für den renommierten Physikalischen Verein Frankfurt am Main. 1863 habilitierte sich Ernst Abbe in Jena als Privatdozent und wurde dort 1870 zum außerordentlichen Professor für Physik und Mathematik ernannt. Ernst Abbe heiratete 1871 Else Snell, hier im Bild, die Tochter eines seiner Lehrer, des Mathematikprofessors Karl Snell in Jena, und hatte mit ihr zwei Töchter. 1873 wurde Ernst Abbe Mitglied der Gelehrtenakademie Leopoldina in Halle an der Saale, heute Deutsche Akademie der Wissenschaften. 1878 wurde er Direktor der Sternwarte Jena. Verschiedene Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Vereinigungen und andere Ehrungen folgten. Die entscheidende berufliche Wende in seinem Leben
brachte 1866 das Angebot des Universitätsmechanikers Carl Zeiss, siehe das vorausgehende Kapitel 61a, in seine Firma einzutreten und die Mikroskopfertigung durch mathematische Berechnungen auf ein wissenschaftliches Fundament zu stellen. Nach anfänglichen Rückschlägen, die ersten berechneten Mikroskope waren nämlich sogar schlechter als die bisherigen geprübelten, gelang Ernst Abbe eine Theorie der Bildentstehung im Mikroskop sowie 1873 die Berechnung der mikroskopischen Auflösung mit einer bis heute gültigen Formel zur Auflösungsgrenze. Hier ein erläuterndes Bild zum minimalen Abstand von Objekten. Diese Formel von Abbe zur Auflösungsgrenze lautet: klein d ist gleich Lambda durch 2n mal Sinus Alpha oder, da n mal Sinus Alpha die numerische Apertur na ist, klein d ist gleich Lambda durch 2 mal na. Hier in einer Gravur zu sehen und weitere Erläuterungen bei Interesse im Anhang am Ende. Ernst Abbe entwickelte viele weitere optische Instrumente, wie zum Beispiel den Kondensor 1869. Das ist eine Sammellinse für eine bessere Ausleuchtung des Objektes. Und das Refraktometer hier im Bild. Das ist ein Gerät zur Bestimmung des Brechungsindex zweier Medien, zum Beispiel von Luft und Glas oder aber von Flüssigkeit und Glaslinse bei einem Immersionsmikroskop. Mit der Hilfe von Abbe konnte die zuvor handwerkliche Mikroskopfertigung im Zeiss-Werk deutlich rationalisiert werden. Carl Zeiss nahm Ernst Abbe 1875 als Teilhaber in die Firma auf. Hier im Bild sein repräsentatives Wohnhaus, in dem Abbe auch verstorben ist. Es war die Belohnung für seine erfolgreichen Berechnungen der Optiken für Mikroskope und kurz darauf auch für die neuen Fotokameras. Die Berechnungen galten als Betriebsgeheimnis und der Physiker Abbe durfte seine Arbeiten nicht mehr wissenschaftlich publizieren, was ihm als Akademiker schwerfiel. Um die Qualität der optischen Instrumente zu verbessern und nicht mehr von ausländischen Glaseinfuhren abhängig zu sein, gewannen Carl Zeiss und Ernst Abbe den kreativen Chemiker und Glastechniker Otto Schott hier im Bild aus Witten an der Ruhr dafür, eine Fabrikationsstätte in Jena zu errichten. An dieser waren sie beteiligt und hieraus entstand die spätere Jenaer Glaswerke Schott und Genossen AG. Eine wichtige Neuerung war die Erfindung von chemisch resistenten sowie hitzefesten und temperaturwechselbeständigen Borosilikatgläsern, eine Beimengung von Bor in die Glasmasse in verschiedenen Konzentrationen. Das Glaslabor von Otto Schott hat damals insgesamt 44 unterschiedliche neue optische Glastypen entwickelt. Daraus entwickelte sich bis heute ein weltweit florierendes Unternehmen, die Schott AG, die unter anderem die Marken Ceran, also Glaskeramik-Kochflächen hier im Werbebild, Brandschutzgläser, Feuersichtscheiben, Glasfasern etc. herstellt. Hier ein Einblick auf das Innere eines solchen Ceran-Kochfeldes mit dem Blick auf den sonst verborgenen Heizdraht. Weitere Spitzenprodukte der Firma Schott sind Spezialanfertigungen wie Teleskopspiegel für die Erde und den Weltraum hier im Bild. Alleineigentümer der Schott AG ist die Carl Zeiss Stiftung. Ernst Abbe kannte Armut aus seiner Kindheit. Als Miteigentümer der Firma Zeiss wurde er nun wohlhabend. Er analysierte die Arbeitsprobleme der Zeit und versuchte, Lösungen zu finden. Im Betrieb wurde der damals revolutionäre 8-Stunden-Tag eingeführt. Die Leistungen der bereits 1875 gegründeten Zeiss Krankenkasse waren ihrer Zeit weit voraus und inspirierten die Sozialpolitik unseres Landes. Nach dem Tod von Carl Zeiss 1888
gelang es Ernst A.B., den Sohn des Firmengründers Roderich Zeiss, aus der Geschäftsführung des Betriebes durch Abfindung herauszulösen. 1891 gingen alle Besitzanteile von A.B. und Schott in die Carl Zeiss Stiftung über, die zugleich Eigentümerin der Schott AG wurde, hier eine Briefmarke der DDR zur Stiftung. Die Geschäftsleitung dieser Stiftung bildeten Ernst A.B., Otto Schott und der Physiker Siegfried Czapski 1861 bis 1907, ein Weggefährte von A.B. Das Statut dieser Stiftung war zukunftsweisend und hielt lange, hier ein Deckblatt der Statuten von damals. Die Stiftung nimmt den Ausgleich der Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgeber in den Fokus und die Vergabe von Fördermitteln für Bildung und Wissenschaft sowie für gemeinnützige und soziale Projekte. Von der Carl Zeiss Stiftung wurde die Universität Jena großzügig gefördert und viele gemeinnützige Projekte in Thüringen. 1903 wurde von der Stiftung in Jena das Volkshaus mit einer großen Festhalle hier im Bild und der Volksbibliothek erbaut. Aus den Mitteln der Stiftung wurde 1926 das erste Großplanetarium der Welt in Jena eingerichtet, welches bis heute die Besucher fasziniert. Das Herzstück war und ist ein komplexer Zeiss-Projektor, der im Laufe der Zeit allerdings mehrfach erneuert wurde. Erst 2004 musste das Stiftungsstatut angepasst werden, um auf dem global gewordenen Markt nicht hinderlich zu sein. Ein Planetarium ist auch heute noch faszinierend. Wir befinden uns im Inneren einer gemauerten Kuppel. Am 24. September 1903 trat Ernst A.B. von der Geschäftsleitung zurück. Die Belegschaft ehrte ihn mit einem Fackelzug. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich und am 14. Januar 1905 starb Ernst A.B. in Jena mit fast 65 Jahren. Die Bevölkerung nahm großen Anteil an den Trauerfeiern. Nun zum zweiten Teil, zum Werk und dessen Wirkung von Carl Zeiss und Ernst A.B. Es gibt Kritiker, die bemängeln, Carl Zeiss hätte an seinen Mikroskopen nichts grundlegend Neues erfunden, sondern nur viele Kleinigkeiten verbessert. Entscheidende Verdienste von Carl Zeiss sind aber außer diesen Verbesserungen, dass er zum einen stets auf äußerste Präzision bei der Arbeit von sich selbst und anderen achtete und somit am Ende eine unvergleichliche Facharbeiterschaft dastand. Zum anderen knüpfte Carl Zeiss stets Verbindungen zur Wissenschaft und nahm ihre neuesten Entwicklungen offen auf. Er blieb trotz vieler Fehlschläge hartnäckig in dem Ziel der exakten Berechnung der Optiken und gewann den anfangs zögernden Ernst A.B. für diese Aufgabe und für seine Firma. Dabei unterstützte er den akademischen Physiker mit allen Mitteln. Ernst A.B. verbesserte die alten, bisher gepröbelten, also ausprobierten Mikroskope durch die exakte mathematische Berechnung der Linsen. A.B. erfand 1869 den Kondensor als Beleuchtungshilfe für Mikroskope. 1878 führte Ernst A.B. Immersionssysteme mit Öl ein, um die Auflösung bei hohen Vergrößerungen zu verbessern, hier im Bild schematisch erläutert. Die Grafik zeigt das Prinzip der Immersionsmikroskopie. Durch das Immersionsmedium, links im Bild zum Beispiel Öl, aber auch andere, werden einfach mehr Lichtstrahlen vom Objekt in das Objektiv gelenkt durch die veränderte Beugung und dadurch die Auflösung verbessert. Ein großer Fortschritt war die Steigerung der Bildqualität durch die Berechnungen von Mehrfachlinsensystemen, welche die chromatische und die sphärische Aberration, also Abbildungsfehler, mit Hilfe von achromatischen Linsen oder apochromatischen Linsen unter Verwendung von Flussspat, also Calciumfluorid,
ab 1868 verbesserten. Hier dazu ein Schema zur besseren Fokussierung von Lichtstrahlen durch apochromatische Objektive. Hier wird es deutlich. Im Bild sieht man den Vergleich eines Objektives mit dem Farbfehler der chromatischen Aberration unten und oben das mit einem apochromatischen Objektiv korrigierte Bild. Genauere Erläuterungen für den Interessierten dazu im Anhang am Ende. Noch ein kurzes Wort zur Wirkung von Ernst Abbé als Sozialreformer. Ernst Abbé analysierte die Arbeitsprobleme seiner Zeit und versuchte, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Arbeiter und des Arbeitgebers zu finden. Im Betrieb wurde der 8-Stunden-Tag damals eingeführt. Die Fortbildung im Betrieb wurde gefördert. Die Leistungen der 1875 gegründeten Zeiss-Krankenkasse waren ihrer Zeit weit voraus und inspirierten die erst später nachfolgende Sozialpolitik unseres Landes. Ernst Abbé war Mitglied der liberalen, freisinnigen Volkspartei. Er setzte sich aber auch für die Sozialdemokraten ein. Das Ergebnis war ein dauerhafter Arbeitsfrieden im Betrieb. Noch ein kurzer Ausblick. Die 1889 von Ernst Abbé zur Ehrung von Carl Zeiss gegründete Stiftung hat neben ihrer Grundaufgabe der Erhaltung der Wirtschaftskraft der Unternehmen zahlreiche naturwissenschaftliche und gemeinnützige Vorhaben gefördert. Die Stiftungsunternehmen sind die Carl Zeiss AG und die Schott AG. Diese waren durch die deutsche Teilung getrennt in Jena und in Oberkochen in Baden-Württemberg, hier ein Nachkriegsbild. Die Unternehmen in West und Ost, hier ein Blick auf Jena im Jahr 1978, wurden nach der Wiedervereinigung zusammengeführt mit Sitz in beiden Städten sowie in Mainz. 2020 beschäftigten die Stiftungsunternehmen Zeiss und Schott weltweit mit ihren Tochterunternehmen 48.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 8,5 Milliarden Euro Umsatz. Der Überschuss floss in die Stiftung. Ernst Abbé erfuhr viele Ehrungen und Würdigungen. Zahlreiche Schulen und Straßen sind nach ihm benannt, sowie ein Asteroid und ein Mondkrater. Viele optische Fachbegriffe und Gesetze sowie Geräte tragen seinen Namen. Das Werk von Ernst Abbé kann im Optischen Museum in Jena besichtigt werden. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Ingenieurwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die wie Carl Zeiss und Ernst Abbé erfinderisch und kreativ waren. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement am Ende. Sie werden dann automatisch über Neuerscheinungen informiert. Wer möchte, kann auch einen kurzen technischen Anhang mit optischen Details hören. Für das Gesamtverständnis ist das aber nicht erforderlich. Ich biete hier noch einen kurzen optischen Anhang zur Vertiefung an. Wenn man ihn auslässt, dann ist aber das Verständnis des Vortrags im Ganzen nicht berührt. Also ich behandle noch einmal kurz die optische Auflösung und ihre Grenze, die chromatische Aberration und ihre Korrektur durch die apochromatischen Objektive und die sphärische Aberration. Zunächst zur optischen Auflösung. Unter der optischen Auflösung versteht man in der Lichtmikroskopie, den Abstand, den zwei Strukturen mindestens haben müssen, um bei der Abbildung gerade noch getrennt wahrgenommen zu werden. Dieser minimale Abstand entsteht dadurch, dass in der Lichtmikroskopie das umgebende Nahfeld eines Objektes nicht optisch übertragen wird, was auch als Beugung im freien Raum bezeichnet wird. Dieser minimale Objektabstand wird als Auflösungsgrenze oder als AB-Limit bezeichnet. Ernst Abbé nahm seine Versuche mit einem Beugungsgitter mit eng beieinanderliegenden Linien vor, die von Licht durchstrahlt wurden.
Es gibt auch andere Versuchsansätze, zum Beispiel Punktlichtquellen bei Lord Rayleigh. Die Gitterstruktur wird nur erkennbar, wenn neben dem Hauptmaximum des Beugungsmusters auch noch das sogenannte erste Nebenmaximum vom Objektiv aufgefangen wird. Der minimal zu erzielende Abstand zweier getrennt zu beurteilender Objekte in der Lichtmikroskopie berechnet sich nach der Formel von AB. Klein d ist gleich Lambda durch 2n mal Sinus Alpha oder, da n mal Sinus Alpha die numerische Apertur nA ist. Klein d ist gleich Lambda durch 2 mal nA. Zur Erläuterung in Worten. Klein d ist die Distanz zweier Gitterlinien, also die erzielbare Auflösung. Diese ist gleich Lambda im Zähler, das ist die Wellenlänge des verwandten Lichtes, geteilt durch 2 klein n, das ist der Brechungsindex des Mediums, mal Sinus von Alpha, das ist der halbe Öffnungswinkel des Objektivs. Es sind klein n mal Sinus Alpha die numerische Apertur eines Objektivs. Übersetzt ist das etwa der Zahlenwert der Öffnungsweite. Hier ist Alpha, also der halbe Öffnungswinkel, schematisch dargestellt. Die numerische Apertur ist ein Zahlenmaß für das Auflösungsvermögen und die Lichtstärke eines Objektivs. Ein großer Sprung in der Bildqualität für Mikroskope, Fotoapparate und Linsenteleskope erfolgte ab 1868 durch die Berechnung von Mehrfachlinsensystemen von Ernst Abbe, welche die chromatische Aberration und die sphärische Aberration durch achromatische und apochromatische Linsen weitgehend ausglichen. Die chromatische Aberration oder Farbaberration oder der Farbfehler beschreibt Farbsäume an Grenzlinien, weil ein weißer Lichtstrahl der Sonne aus Licht von vielen Farben und also vielen Frequenzen besteht. Diese werden nicht sauber in einem Punkt auf der optischen Achse fokussiert und abgebildet, sondern unscharf in mehreren Punkten hier dargestellt. Ein achromatisches Linsensystem, von griechisch ohne Farbe, besteht meist aus zwei Linsen, hier abgebildet, und korrigiert den Farbfehler von zwei Wellenlängen des Lichtes. Ein apochromatisches Linsensystem, von griechisch frei von Farbe, die Wortschöpfung stammt von Abbe, ist eine Weiterentwicklung und besteht aus mindestens drei Linsen mit verschiedenen streuenden Eigenschaften hier im Schema. Es korrigiert den Farbfehler von mehr als zwei Wellenlängen. Die sphärische Aberration oder der Kugelgestaltsfehler ist ein Schärfefehler und bewirkt, dass achsenparallel einfallende Lichtstrahlen nicht die gleiche Schnittweite haben und nicht in einem Punkt zusammenlaufen. Die Abweichung ist umso stärker, je weiter außen der Strahl verläuft. Man kann die sphärische Aberration nicht beseitigen mit einem Linsensystem, das nur sphärische, also kugelförmige, oder plane, also ebene, brechende oder reflektierende Flächen enthält. Eine völlige Korrektur gelingt aber mit der asphärischen Oberfläche einer Linse oder eines Spiegels, hier im Schema. Eine asphärische Linse ist eine Linse mit mindestens einer von der Kugelform oder der planen Form abweichenden Oberfläche, die also frei geformt werden kann. Mit dem Ende dieses kurzen Anhangs verabschiede ich mich. Die Nachweise von Bildern und Literatur sind die gleichen wie bereits oben angeführt.